danke, danke, danke schön. Guten Abend. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser Konferenz und der damit verbundenen Ausstellung zu sein. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Anselm Franke und Dieter Friedrichsen und dem Haus der Kulturen der Welt für die Einladung bedanken. Außerdem möchte ich mich entschuldigen. Mein Deutsch ist gerade mal gut genug, um zu wissen, dass es besser ist, wenn ich heute Abend Englisch spreche. So. Thank you. Thank you very much. Can you hear me okay? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Ich rede schnell, wenn ich aufgeregt bin. Aber wenn es zu schnell wird, dann gestikulieren Sie doch einfach ein bisschen. Geben Sie mir ein Zeichen. Weisen Sie mich darauf hin, dass ich zu schnell spreche. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Heute Abend wird überall in der Stadt Musik gespielt. Kalifornien ist wunderbar. Es wäre schwer vorstellbar, aber dass dort sich über 100 Leute in einem Raum finden, um etwas über Geschichte zu hören. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass auch Sie da sind. Ich möchte über drei Themen sprechen. Erst einmal spreche ich über die Wurzeln unserer amerikanischen Ideale und ihre Wurzeln der Gegenkultur der 1960er Jahre. Dann spreche ich über die Entwicklung der virtuellen Community, WWW, das Internet. Und um einen Ausblick darauf zu geben, sage ich, dass der Traum einer entkörperten Gemeinschaft ermöglicht über Computer das Echo eines alten Traumes ist, der darin bestand, in Kommunen zu leben als Alternative zum Staat, zur traditionellen Gesellschaft. Wir werden auch sprechen darüber, dass zumindest in der Theorie das Bewusstsein die Theorie, die Politik ersetzt. Und im dritten Teil meines Vortrags spreche ich dann über die Gegenbewegung und die Computerwelt und was das bedeutet hat für das, was New Economy in den 1990er Jahren waren und was wir heute als Neoliberalismus bezeichnen. Anfangs, als ich für mein Buch recherchierte, dachte ich, die Gegenkultur sei tatsächlich dagegen, aber das denke ich nicht mehr und ich hoffe, dass zum Ende dieses Abends Sie das auch nicht mehr glauben. Ein bisschen Hintergrund vielleicht, falls Sie sich fragen, warum ich überhaupt an diesem Thema arbeite. In den 1990er Jahren war ich Journalist. Ich bin in Kalifornien zur Schule gegangen, habe dort studiert, habe ein Buch geschrieben über den Vietnamkrieg und das, was die Leute mit der Symbolik dieses Krieges verbanden, unter anderem Computer. Und ich war völlig überrascht, als ich dann nach Kalifornien ging und feststellte, dass Wired existierte und dass dort von Cyberpunks und von der Befreiung der Welt die Rede war. Ich kann jetzt hier nicht sehr weit weg von meinem Redepult, deswegen muss ich ein bisschen hin und her springen, aber ich weise Sie wirklich mal auf dieses Bild und auch die Titel hin. Wir müssen hier natürlich auch ein bisschen über Drogen sprechen. Ich weiß nicht, zu welcher Drogengeneration Sie gehören. Also ich bin Acid. Und wenn ich diesen Globus sehe mit dem Smiley, dann sehe ich eine schöne, runde Tablette. Und aus einer anderen Generation haben mir Leute gesagt, das sieht aus wie Ecstasy, also es ist ein Symbol, was hier vermittelt wird. Dann die Blume. Sie erinnern sich vielleicht den Marsch aufs Pentagon in den späten 60er Jahren und den Mann, der dann dieses Gänseblümchen in den Gewehrlauf eines Sicherheitsbeamten, eines Soldaten gepackt hat. Es ist also jetzt plötzlich mir klar geworden, als ich in Kalifornien ankam, dass
da kein Widerspruch bestand zwischen der Gegenkultur und dem Computer. Ich habe geforscht, gründlich, wissenschaftlich. Und die Leute sagen ja immer wieder, dass es immer utopische Visionen gibt mit Blick auf Technologien, wenn neue Technologien entstehen. Was aber auch im Laufe der Jahre deutlich geworden ist, ist, dass eine neue virtuelle Klasse entstanden ist, eine, die sich bewegt, die sich weiterentwickelt. Und die Frage ist natürlich, wie ist das möglich? Was ist der Motor? Ich habe mir das Wired Magazine angeschaut und ja, ich war Journalist, wie gesagt, und ich habe angefangen, dann wieder wie ein Journalist zu arbeiten, habe also Karten gezeichnet, wer spricht mit wem und welche Verbindungen sind festzustellen. Es stellte sich heraus, dass es in Wired eine Gruppe von Leuten gab, die seit 30 Jahren zusammen waren. Jetzt arbeiteten sie bei Wired, davorher arbeiteten sie bei der Whole Earth Review, beim Well, und dann arbeiteten sie auch beim Global Business Network. Was sie zusammenhielt, war Stuart Brand und sein Counter Revolution Quarterly und natürlich der berühmte Whole Earth Catalog. Dank dem Haus der Kulturen der Welt habe ich heute Abend hier eine Kopie von dem ersten Exemplar dieses Katalogs mit. Und ich gebe das mal rum und geben Sie das doch einfach weiter, schauen Sie sich das an, aber bitte geben Sie es auch mir zurück. Ich möchte zwei Argumente heute Abend hier vertreten. Erstens, Gegenkultur und wie sind Sie eingedrungen in die Computer und die neue Wirkung? Und dann zum Zweiten, wie sieht die Mechanik aus? Wie konnte es sein, dass eine seltsame Hippie-Publikation wie dieser Katalog die amerikanische Gesellschaft so profund geändert hat? Journalisten sind zusammengekommen und sind zu Unternehmern geworden. Sie haben die Communities nicht nur studiert, sie haben sie gesammelt. Die Medien wie der Whole Earth Catalog sind zum Forum geworden. Und in diesen Foren sprechen die Leute miteinander und generieren neue Begriffe. Begriffe wie zum Beispiel Virtual Community und Personalcomputer, PC und Ähnliches. Diese Begriffe sind in einem Prozess an uns weitergegeben worden und das möchte ich heute Abend näher beschreiben und ich hoffe nach wie vor, dass ich nicht zu schnell spreche. Wir kehren zurück in die Vergangenheit. Was tragen die Leute hier um den Hals? Ja, Lochkarten. Lochkarten, das ist die Bewegung, die 1964 in Berkeley auf die Straße ging, um Rede- und Meinungsfreiheit zu fordern. Man hatte versucht, ein Computersystem einzuführen an der Universität für die Einschreibung. Und deswegen protestierten die Studenten mit diesen Lochkarten, die sie sich um den Hals gehängt hatten. Denn sie wollten nicht zu digitaler Information werden. Das machte ihnen Angst. Und das ergibt natürlich keinen Sinn für mich. Und das lässt mich auch fragen, was war eigentlich die Gegenkultur? Ich dachte, dass die Gegenkultur Computer hasste, aber sie liebten sie am Ende doch. Was ist also hier passiert? Was ich versuchte also herauszufinden, war, dass es in den 1960er Jahren nicht eine Gegenkultur gab, sondern zwei, die sich fundamental voneinander unterschieden. Eine war politisch geprägt, die Neue Linke. Ich weiß, dass die Neue Linke auch in Deutschland sehr aktiv war. Die New Left hatte zum Beispiel Gruppen wie die Studenten für eine demokratische Gesellschaft. Da ging es um den politischen Kampf, da ging es um politische Führer, da ging es um Parteien, da ging es um Wahlen, da ging es um Manifeste, da ging es um Verfassung. Und dann gab es auch die Studenten für eine demokratische Gesellschaft. Aber es gab daneben eine andere Gegenkultur, die das ablehnte. Ich erzähle Ihnen mal eine kurze Geschichte. Ken Kesey, früher
früher Mary Prankster. 1966 sollte er in Berkeley vor einer Antikriegsdemo sprechen. Tausende von Menschen wollten protestieren vor einer Kaserne und er sagte, geht nicht dorthin. Das ist das, was Sie tun. Wir nennen das auch nicht Marsch, sondern er nahm seine Mundharmonika und spielte einen Song, Home, Home on the Range. Und er sagte, geht nach Hause, baut dort eine bessere Welt auf. Und das ist sozusagen das Ethos des neuen Kommunalismus, knapp gefasst. Politik ist das, was die machen. Was wir machen müssen, und das vertraten dann auch Leute wie Stuart Brand, ist ein gemeinsames Bewusstsein entwickeln. Wie schaffen wir das? Wir haben kleinformatige Technologie, die uns dabei hilft. Also, keiner wollte Bürokratie, weder die neue Linke noch der neue Kommunalismus. Keiner wollte die Massenkultur, aber sie fanden Technologie trotzdem gut. Stereoanlagen, Autos, Drogen, noch einmal. Das, was sie also persönlich in ihrem Lebensbereich erlebten, und das brachten sie in ihre Kommunen ein. 1966 bis 1973 war die größte Zeit der Kommunen in den USA. Es sind 7 bis 10 Millionen Amerikaner gewesen, die in dieser Zeit in Kommunen lebten. Hier sieht man ein Bild von Drop City. Das ist eine Kommune in Trinidad, Colorado. Und man sieht hier diesen Buckminster Fuller-Style Pavillon. Gebaut waren sie auf alten Schrottautos. Also das war jetzt Heimwerkerei ins Extrem betrieben, denn sie haben mit Axten diese Schrottautos auseinandergehauen und dann daraus etwas aufgebaut. Und die Frage ist natürlich, warum war es so wichtig für die Leute, nach Colorado zu gehen und dann auf Schrottplätze zu gehen und dann Autos auseinander zu kloppen, um so ein Haus zu bauen? Ich meine, wenn es regnet, ist so ein Haus nicht wirklich gemütlich. Können Sie mir glauben? Die Antwort lautet, und es ist wichtig, wenn man versucht zu verstehen, wie die Vorstellungen der neuen Kommunalisten wirkten. Sie folgten ja den Ideen von Buckminster Fuller und sie sagten, wir müssen die Technologie nehmen aus unserer enorm durch Unternehmen und Technik geprägten Gesellschaft und sie uns aneignen, übertragen in unseren Lebensbereich und zu Hause schaffen für diese neue bewusste Gesellschaft. Klingt wie ein Witz, aber dieses Haus ist ja nicht quadratisch. Und wer in den 60ern lebte, weiß, dass quadratisch nicht nur eine geometrische Form war, sondern eine Geisteshaltung. Also klar war für alle Leute damals, wer anders sein will, darf nicht square sein, darf nicht quadratisch sein. Eine Erfahrung, die möglich war, weil man der industriellen Technologie einen neuen Zweck verlieh. Jetzt spreche ich über den Katalog und ich möchte mir kurz ausleihen. Ich gebe ihn gleich zurück. Also das ist der Whole Earth Katalog. So sah er aus 1968. Er erschien bis 1972, hatte 400 Seiten, hat einen nationalen Buchpreis gewonnen, hat 1,5 Millionen Exemplare verkauft und war sicherlich das einflussreichste Medium in der amerikanischen Gegenkultur. Woher kam der Katalog? Stuart Brand und Lois Brand, seine Frau, waren Kunstschaffende in den frühen 1960er Jahren. Stuart selbst war ein Kriegsveteran. Sein Vater starb, er erbte ein bisschen Geld
und wusste nicht genau, was er damit machen sollte. Er ging nach San Francisco und stellte fest, dass viele seiner Freunde zurückkehrten aufs Land. Und dann haben er und seine Frau eine Liste gemacht mit Werkzeugen, von denen sie glaubten, dass die Leute sie brauchen würden, wenn sie zurück aufs Land gehen. Das haben sie also dann zusammengepackt, haben geschaut, was brauchen die Leute wirklich, sind zurückgekehrt nach Mellow Park im Südkalifornien und haben dann diesen Katalog zusammengestellt. Und das Interessante am Katalog ist, dass die Instrumente, die man da drin sieht, die Werkzeuge und so weiter, nicht das sind, was man erwarten würde in einem Katalog, wenn man aufs Land geht. Ich meine, was würden Sie mitnehmen, wenn Sie aufs Land ziehen? Ja, Hippies sind immer ein Problem. Was würden Sie mitnehmen? Ein Pferd? Gewehre? Zelt? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, als ich Gewehre verstand. Also Zelte, Schippen, eine Axt. Und ich würde einen Traktor mitnehmen und eine elektrische Säge. Aber das gab es im Katalog nicht. Und das ist interessant. Es gab 133 Produkte in diesem Katalog und darunter waren jede Menge Bücher. 80% der Produkte im Katalog waren Bücher und das war wirklich erhellend für mich. Es ging also gar nicht um Werkzeuge, um das Land zu bebauen oder es zu ändern, sondern es ging um die Transformation des Geistes. Es ging gar nicht um die Veränderung der Landschaft. Und man sieht natürlich zwei Arten transformatorischer Werkzeuge hier. Zum einen sehen wir zum Beispiel den Hewlett-Packard-Rechner, der die Personal Computer genannt wurde, also die persönliche Rechenmaschine. Und dann haben wir hier ein Buch von Norbert Wiener. Das war ein Forscher aus den 1940er Jahren. Er befasste sich mit Kybernetik. Wenn ich aufs Land gezogen wäre, hätte ich keinen Taschenrechner haben wollen und auch kein Buch von einem Wissenschaftler, der in den 40er Jahren geforscht hat. Aber Stuart Grant dachte, die geistige Veränderung ist sozusagen die Grundlage für jegliche Veränderung in der Gesellschaft überhaupt. Und die Informationsgesellschaft dieser Zeit hat es möglich gemacht, für die Generation der 1960er diese unsichtbaren Kräfte, die in der Gesellschaft wirkten, sichtbar zu machen. Dann haben wir hier übrigens auch ein Bild von Handwerk, indigenen Handwerkstraditionen, die hier aufgegriffen wurden. Also Werkzeuge für den Kopf, Werkzeuge für den Wandel, die Veränderung des Körpers, war das, was der Katalog zeigte. Überdies gab es nichts, was in dem Katalog gezeigt wurde, zu kaufen. Ein Pointing Device, sagte Stuart Brand, sei der Katalog. Also es gab Verweise darauf, wo man etwas kaufen könnte, aber über den Katalog selbst konnte man nichts kaufen. Es sind also Produkte empfohlen worden im Katalog und dann wurde den Leuten gesagt, da könnt ihr sie kaufen. Alan Kay, einer der Designer des ersten MacBook, war sehr beeinflusst bei der Gestaltung der ersten Benutzeroberfläche durch den Katalog. Und Xerox PARC entsteht in Kalifornien, wo Alan Kay arbeitete, wo Steve Jobs war, wo er entweder gelernt oder gestohlen hat, je nachdem, wie man das sehen will, die Technologie, die Xerox nutzte, die jetzt auf dem Mac als Graphical User Interface genutzt wird. Aber es geht eben tatsächlich zurück auf diesen Katalog und auch die Bibliothek. Umfasste zunächst nur Bücher, die in dem Whole Earth
Catalog aufgeführt wurden. In den ersten zwei Jahren, in denen es Xerox, die Company, das Unternehmen, gab, gab es nur diese Bücher dort in der Bibliothek. Das heißt, der Katalog hatte einen massiven Einfluss, unter anderem auch den, dass die Gegenkultur sich selbst sichtbar gemacht wurde. Keine Handys, langsame Post, normale Festnetzanschlüsse, kein Internet. Das waren die 1960er. Und wie will man dann erfahren, was in Colorado oder in anderen abgelegenen Regionen des Landes los ist? Der Katalog war ein Medium der Begegnung und der Vernetzung. Es gab Konferenzen wie zum Beispiel die Alloy Conference, wo halt Wissenschaftler, Pädagogen, Hippies und andere zusammenkamen und überlegten, wie die Gesellschaft anders gestaltet werden könnte. Was ich zum Katalog auch noch sagen möchte, ist, dass interessant sind die Kategorien, die hier aufgeführt sind. Und da steht nirgends Politik, nirgends Regierung. Wir müssen ganze Systeme verstehen. Das ist es, worum es geht. Wir müssen wie lernende Nomaden sein, die in Gemeinschaften leben und sich in diesem ganzen System verstehen. Der Rahmen des ganzen Systems dringt in die Gegenkultur ein, und zwar nicht aus der Szene der Hippies, sondern aus der Kybernetik und aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der militärischen Technik und Kultur. Stuart Brand sah den Katalog als Forschungsmedium. Ich spreche jetzt in der Folge über die virtuelle Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die sich herausbilden soll, soll ja eine ähnliche Denke haben. Shared Mind war sozusagen das Schlagwort. Man braucht keine offizielle Führung, man braucht auch keine Bürokratie, keine Verwaltung, sondern eine gemeinsame Geisteshaltung ist, was angestrebt wird. Die meisten Kommunen blieben ein, zwei Jahre am Leben. Wobei es ein gewisses Problem gibt im Verhältnis Kommunen einerseits und antiautoritäre Führung. Ich kann das aber hier nicht im Detail näher ausführen. In jedem Fall ist es so, dass der Whole Earth Catalog eine weite Reise unternommen hat, gleichgültig, wie schnell die Geschichte der Kommunen endete. Brandt stand 1983 auf der Bühne und sagte, was ist mit der Gegenkultur? Wir haben Reagan, wir haben die New World, keiner erinnert sich mehr an die Hippies. Sie haben gedacht, sie würden die Welt ändern, aber das haben sie nicht. Vier Monate später ging jemand hin zu Stuart Brand und sagte, es gibt auch Hacker. Und dann hat jemand ein Buch darüber geschrieben und da gibt es schon drei Generationen. Dann sagte Brand, okay, wir machen eine Konferenz, wir bringen sie alle zusammen, und er wurde damit ein wichtiger Sprecher der Computerwelt. Das heißt, es kamen die Hacker und die Vertreter und Vertreterinnen der Gegenkultur der Generation zuvor zusammen. Und es wurden natürlich neue Debatten geführt, also die Hacker zum Beispiel sagten, wir brauchen nicht aufs Land zu gehen und müssen da auch nicht im Dreck wühlen. Wir haben unsere Computer und können damit die Welt aufmischen. Ich möchte jetzt die Geschichte von Howard Rheingold erzählen. Er war Mitglied von The Well und Redakteur beim Whole Earth Catalog. Seine Geschichte beginnt sozusagen 1993, und sein Beitrag ist, dass er den Whole Earth Catalog in die virtuelle oder digitale Welt überführt hat. Er
hat ein Buch geschrieben, hat sich befasst mit Journalismus, E-Marketing und so weiter und so fort. Es gab nämlich von SAP eine Online-Community und sie wollten sie SAP Stories nennen und ich wünschte, ich mache hier Scherze, mache ich aber nicht. Gut, aber eigentlich wollte ich ja von The Well sprechen. 1985 hatten Freunde von Stuart Brand ein Software-System entwickelt und wollte das publizieren. Und er ging zu Stuart Brand und sagte, pass mal auf, dieser Katalog ist total wichtig, warum bieten wir ihn nicht online an? Und er sagte dann, Brand, nein, nein, nicht den Katalog, sondern wir brauchen einen Echtzeitraum im Web, wo sich die Leute auseinandersetzen können, miteinander kommunizieren können, und zwar in Echtzeit. Also nicht einfach etwas schreiben, was dann hinterlassen wird als Botschaft, sondern wo tatsächlich ein Forum entsteht. Das war durchaus revolutionär, weil das Ganze kommunal und nicht bürokratisch war. Es war alternativ, es war ermächtigend, es war genau das, was die virtuelle Community sein sollte. Ich erzähle mal, wie The Well funktionierte. Der Katalog war im Grunde ein simples System. Jeder schrieb was rein. Der Katalog erschien alle zwei Jahre mit einer neuen Ausgabe. The Well war anders. Die Struktur war anders. Stuart Brand war der Eigentümer, es gab Manager, viel Geld wurde mit diesem Projekt nicht verdient. Und im Grunde waren es Threads und Gespräche, keine Bilder, sondern Einwahl mit Modem. Also Einwahl. Und dann sucht man eine Konferenz, die einen interessiert. Und dann kann man mit Leuten plaudern. Und natürlich gab es Leute, die ein Auge darauf hatten, dass das, was geschrieben wurde, nicht zu verrückt war. Aber es war jedenfalls ein echter Austausch möglich. Technisch war das simpel. Als soziales System war es enorm interessant. Es gab nämlich viele, die vorher bei der No Whole Earth-Bewegung dabei gewesen waren, jetzt in Kalifornien arbeiteten, im Bereich der Computer tätig waren. Dann gab es die sogenannten Deadheads, Leute, die stundenlang über das Sterben reden konnten und über Grateful Dead insbesondere, also eine absolute Fangemeinschaft war präsent. Es gab dann die Techno-Freunde und es gab Journalisten. Erstaunlicherweise gab es sehr, sehr viele Journalisten, die das gar nicht als Konkurrenz zu ihrer Arbeit sahen. Natürlich gab es aber auch eine massive Veränderung im Silicon Valley in dieser Zeit. Silicon Valley liegt direkt hinter San Francisco und erstreckt sich bis San Jose. Menlo Park ist dort gelegen. Yahoo zum Beispiel ist 3 Kilometer von da, wo ich wohne, entfernt. Also ich wohne dort im Silicon Valley. Google ist da und ja, ich brauche sie nicht alle zu nennen. In den 1960er Jahren aber war das Silicon Valley etwas anderes, als es heute ist. Damals wurden dort Flugzeuge gebaut und Flugzeugunternehmen sind natürlich hierarchisch strukturiert und die Produktion ist auch hierarchisch. Und in der Regel war es so, dass wenn man da einen Job hatte bei einem der Unternehmen der Luftfahrtbranche, hatte man einen Job fürs Leben. Dann aber änderte sich das Ganze drastisch im Verlauf der 70er Jahre. Die digitale Industrie wurde zunehmend wichtiger und überflügelte bald die Luftfahrtbranche.
Damals war es so, dass tatsächlich jedes Flugzeugteil, was verschifft wurde, in Polaris Raketen gepackt wurde. Jetzt also wurden keine Flugzeuge oder anderes Material für die Luftfahrtbranche mehr gebaut, sondern es war die Computerindustrie, die sich dort breit machte. Und die Leute sagten, ich arbeite nicht für mein Unternehmen, ich arbeite für das Tal. Es war so, dass Prämien gezahlt wurden, und zwar 100% in sehr kurzer Zeit, wobei die Fluktuation gigantisch war. Also niemand blieb länger als 2 Jahre bei seiner Firma. Die Frage ist natürlich, wenn man sich permanent weiter bewegt, woher bekommt man seine neuen Jobs, um wirklich so schnell von Firma zu Firma zu wechseln und Aufträge zu bekommen, wenn man Freelance arbeitet, ist ein wichtiges Netzwerk. Und da ist natürlich The Whole World Network sehr, sehr wichtig gewesen. Harry Hart Rheingold sagte das ganz deutlich mit Blick auf The Well. The Well lebt in einer Ökonomie, die geprägt ist von Geschenken. Es ist keine Tabellenkalkulation, die einem Quid pro Quo zugrunde liegt in dieser Geschenkökonomie. Das heißt, die Spiritualisierung und die Geschenkeökonomie ist prägend seit den 1960er Jahren bis heute. Das ist das, was gelebt wird. Vielleicht war es nicht möglich, das zu realisieren in den 60er Jahren, aber jetzt dann möglicherweise doch, sagte Rheingold. John Kont, der ins Valley kam, betont dagegen die Überschneidung der Interaktion und sagt, das ist hier genau das Dorf, in dem man zum Metzger geht oder zum Schuster geht. Und es ist im Grunde eine virtuelle Gemeinschaft, die wir haben, konstatierte er. Ich meine, er redet vom Schmied, vom Metzger und von der Friday Night Dance Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob Sie jemals irgendwie Computeringenieure gesehen haben, die tanzen. Also es gibt einen Thursday Night Dance im Stevens Pub. Aber das bedeutet, wer tanzt, kriegt auch eine Runde umsonst. Anyway, hier haben wir also die virtuelle Gemeinschaft, die fortsetzt das, was in einer ersten Phase geschah, als Menschen aufs Land gegangen sind, um sich dort niederzulassen, um zurückzukehren zu ihren Wurzeln. Das ganze Leben findet statt in einem Dorf, argumentiert John Cote. Und wir erkennen hier deutlich den Anfang eines neoliberalen Marktes. In diesem Dorf oder in dieser Gemeinschaft kann man seine Identität entwickeln und ausbauen. Und man hat das Gegenteil von Hierarchie, nämlich Heterarchie. Zum Beispiel, einer kann Witze erzählen und diese Witze sind vielleicht gar nicht so lustig, aber jemand erinnert sich daran, der Typ ist Ingenieur bei Yahoo. Und dann gehe ich hin und sage, ja, das ist doch wirklich witzig, weil ich interessiert bin an diesem Job. Ich meine, sowas funktioniert doch überall. Wie viele von Ihnen sind bei Facebook? Ja, ich liebe die Leute, die sich hier schämen. So langsam wird
Sie melden sich unglaublich langsam. Das ist echt Berlin. Genial, danke. Ich liebe diese Stadt. In Kalifornien sind wir jetzt schamlos. Wir sind schamlose Utopisten. Das Ideal der Gegenkultur in einer Gemeinschaft, in der Leben und Arbeiten zusammenkommen können, ist in den 1990er Jahren verfügbar als eine Metapher der virtuellen Gemeinschaft. Man kann zusammenkommen, man kann sich mit Leuten anfreunden, man bekommt Jobs darüber, man arbeitet gut als Programmierer für The Well und darüber hinaus bekommt man dann andere Jobs und so weiter und so fort. Also, die virtuelle Community tritt in den öffentlichen Raum über die zentralen Mitglieder im Core Network, Weingold, Perry, Barlow, Cote und andere, aber auch über professionelle Journalisten, Hafner und andere sind hier zu nennen, und über Mundpropaganda. Es ist eine Kontaktsprache, die hier entwickelt wird zwischen den verschiedenen Leuten, den früheren Kommunaden, den Deadheads, und ausgetauscht werden Überzeugungen wie Ideologien. Verkörpert wird ein Ethos, das dem Ethos der Whole Earth entspricht, aber angepasst ist an die technologischen und ökonomischen Bedingungen, und das Ganze fördert ein Informationsnetzwerk und dient nicht zuletzt der Vernetzung zum Zweck der Arbeit. Das Vermächtnis des neuen Kommunalismus sieht man ganz gut hier in der Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt. Ich betone, dass auch das sehr eingedrungen ist in unsere Computerwelt und unsere Computerrealität. Wir konzentrieren uns auf das Ich, auf Selbstverbesserung, auf Darstellung. Zumindest für die Amerikaner gilt das sehr stark. Die Amerikaner glauben auch nach wie vor, dass man Politik außen vor lassen kann, dass man Korruption vermeiden kann und sich in eine Richtung bewegen kann, in der alle cool sind und alles cool ist. Und das ist das, was die Leute suchen, wenn sie andere Produktionsformen und Netze suchen. Sie wollen Netze haben, in denen Gemeinschaften möglich sind, die in hierarchisierten Strukturen nicht möglich sind. Die Träume der neuen Kommunarden stellen im Grunde das wichtigste Ethos der digitalen Community dar und prägen aber zugleich eine enorm individualisierte Ökonomie. Vertragsarbeit ist eine schwere Überlebensform. Die Mischung von Community und Arbeit klingt spaßig, wenn man auf dem Bauernhof lebt, wenn man also mitten in der Nacht aufsteht und die Kuh melkt. Aber das ist genau auch der Moment, in dem man sich zurücksehnt zur 40-Stunden-Woche. Das ist zumindest das, was viele Leute denken. Ich möchte abschließend noch etwas Ambivalentes in den Raum stellen. Es gibt nämlich etwas unheimlich Schönes in dieser Sehnsucht nach einer Gemeinschaft. Es ist etwas, was so stark getragen wurde von der Kultur der 1968er. Mir gefällt die Ausstellung, die Videos, der Katalog, dieses psychedelische Design, der Traum einer Welt, die eine Ganze sein kann, ist ein ganz, ganz wirkmächtiger. Das ist entstanden direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat sich dann verstärkt in den 60er Jahren. Aber dieser Traum hinterlässt uns auch ein gefährliches
Vermächtnis. Und das haben ja Anselm und Diedrich deutlich gezeigt. Wenn alles Teil des Ganzen ist, dann ist es schwer, über Differenz zu sprechen. Wenn alles durch das Bewusstsein geregelt ist und cool ist, dann ist es schwer, über die Verteilung der Ressourcen zu verhandeln. Die Kommunen waren sozial im Großen und Ganzen enorm konservative Orte, extrem straight, extrem weiß, nicht mit Absicht, aber wenn man Gesetze, Verträge, Governance wegnimmt und sich dann in die Bewusstseinswelt begibt, dann bleibt Charisma als das Tragende. Und das ist der Albtraum von Max Weber. Und das ist etwas, was eigentlich überhaupt gar nicht cool ist, nämlich wenn man sich wegbewegt von einer durch Gesetze geregelten Verteilung in diese coolen Communities und wenn man glaubt, dass die Google-Suchmaschine die Politik ist, die man macht und das tatsächlich mit Ausschließlichkeit, dann ist man nicht mehr in der Lage, sich mit anderen tatsächlich in Verbindung zu setzen. Das ist das, was die Kids in den USA extrem verloren haben. Differenz annehmen und sich mit den anderen zusammentun. Mein Traum wäre, dass jeder aus dem eigenen Kontext herausreicht und sich mit anderen verbindet, politisch, sozial und auch über die Ethnien und Rassen übergreifend. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.